Nachdem er 5 Steine für seine Schleuder aufgesammelt hatte, ging David Goliath zum Kampf entgegen. Ähnlich wie Saul sah auch Goliath auf ihn herab, denn Isais Sohn war jung und gutaussehend. Da er keine Kampfnarben an sich trug, konnte David augenscheinlich kein erfahrener Kriegsmann gewesen sein. Goliath nahm ihn nicht als einen ebenbürtigen Gegner wahr. Für ihn war David ein unmännlicher Jugendlicher, ein Schönling und Schwächling. 1. Samuel 17, die Verse 42 und 43. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Unsere Antwort auf diese rhetorische Frage Goliaths lautet: Ja, ja, du bist ein Hund, du bist ein Untier und du wirst das Schicksal eines wilden Tieres erleiden. In diesem Sinne war die folgende Drohung Goliaths ein lautes Bellen. 1. Samuel 17, Vers 44. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Die Kraft der vorliegenden Geschichte liegt in Davids Entgegnung auf dieses Gebell des Philisters. 1. Samuel 17, die Verse 45 bis 47. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen, und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Hier werden erstaunliche Worte gesprochen. Diese Art von Heldengeschichten müssen gläubige Menschen hören, denn im vorliegenden Text geht es um einen viel größeren Helden, der kommt, um ein unvergleichlich größeres Gefecht zu gewinnen. Der Sieg des Darstellers Jesu lag in seinem Glauben an den die himmlische Armee befehligenden Jahwe. Irdische Waffenrüstungen spielten dabei keine Rolle.